Spitzensport made in Spandau. Mit dem 18. Deutschen Supercup hier in der Schöneberger Schwimmhalle. Präsentiert von Wasserball TV und BBF Bike. Die Wasserfreunde aus Spandau durften das erste Spiel des 18. Deutschen Supercups bestreiten. Der Gegner hatte es nicht weit. Er kam nämlich aus Potsdam angereist. In der ersten Hälfte sah es dann aber doch fast so aus, als ob die Gäste aus der brandenburgischen Landeshauptstadt den Favoriten ein wenig ärgern könnten. Es ging aus Sicht der Spandauer nur mit einem 8:5 in die Halbzeitpause. Ja, wir haben viele kleine Fehler gemacht in der ersten Halbzeit und die Potsdamer waren noch ein bisschen fitter als halt zum Ende hin und deswegen ist die erste Halbzeit nicht ganz so klar ausgegangen wie die zweite. In der zweiten Hälfte ließen die Spandauer dann aber wenig zu und die Potsdamer Gäste mussten erkennen, dass sie gegen eine Champions League Mannschaft, wie es die Spandauer nun mal sind, keine Chance haben würden. Endstand klar und deutlich 17:8 für die Wasserfreunde Spandau 04. Das Spiel allgemein war sehr schwierig. Wir haben vieles ausprobiert. Es hat vieles nicht ganz so geklappt, wie wir es wollten. Wir waren vielleicht auch nicht ganz konzentriert. Das Ergebnis ist zwar klar, aber damit können wir trotzdem nicht zufrieden sein. So, und nun zum zweiten Spiel des Tages. Hier trat die Duisburger vom ASC. Sie spielten in den schwarzen Kappen gegen die favorisierten Hannoveraner von Waspu 98 an. Am Ende, keine Überraschung, ein klarer Sieg. 18:12 für Waspu Hannover. Die Duisburger auch im Gegensatz zur letzten Saison sich neu gefunden haben, viele neue Spieler da haben. Die spielen jetzt gleich gegen Hannover und da werden wir mal schauen, was diese Mannschaft, sagen wir mal, in dieser Saison zeigen kann. Wir werden es da auch ausprobieren. Es zählt genauso wie das Potsdamer Spiel.